Willkommen zurück zu Spellbug 1. Shadow of the Phoenix. Kann ich sogar einigermaßen aussprechen, den Titel. Krass, ne? So, jetzt gehen wir mal hier auf ein Spiel zurückkehren. Machen wir weiter. Schauen wir mal, ob wir hier den nächsten Gegner irgendwo haben. Da! Und da! Krass! Sind das zwei Level-Ups? Also wäre ich dann 29. Oha, jetzt haben wir hier aber... Müssen wir nochmal ein bisschen gucken hier, was wir hier alles bekommen. Also das kann ich jetzt schon mal nicht benutzen, wobei der Ring ist. Schwere Kriegskunst, Rüstungsklasse 20. Oh, den nehme ich schon mal. Stärke 7, Ausdauer plus 7. Rüstungsklasse 15, was ist das für eine Rüstungsklasse? Auch 15, ne? Ja. Lebenspunkte 25, Geschicklichkeit 7, Weisheit 7 und das macht Ausdauer plus 5, Geschicklichkeit plus 5. Ich würde ja eher den dann dafür nehmen, ne? So, und jetzt habe ich hier noch ein paar Waffen bekommen. Ich gucke mal kurz. Ne, der nicht. Die könnte diesen Ring nehmen, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so witzig. Ja, der trägt hier so eine Robe, deswegen kann er keine Hosen tragen. Oh. Okay. Waffenschaden. Ist das ein Zweihänder? Waffenschaden 12 bis 16. Achso, der hat genau dieselbe Waffe. Das ist ja super. Okay, er ist hier. Ja, unser Finger. Okay, da haben wir was gedroppt, was wir jetzt aber erstmal nicht gebrauchen können. Wobei hier Schild, ne? Ah, wir tragen zwei Hände, ne? Ja, wenn wir vielleicht irgendwann mal eine Waffe bekommen, die vielleicht ein bisschen geiler ist als das, und das ist ein Einhänder oder so, dann könnte man vielleicht auch mal auf Schild umswitchen, wenn man so jetzt ein bisschen die Möglichkeit hat, auch auf Schilde zu gehen. Ja, wir haben ja 8, ne? Aber ich glaube, ich bleib bei Good Old Zweihänder. Verteidigt euch! Auch richtig rein! Zurück mit euch! Level 28! Ja! Level 28! Ist das geil! Okay, wir dürfen wieder scannen. Bin ja immer noch dafür, dass wir hier die schwere Kriegskunst noch mal ein bisschen hochballern, dass wir ja auf einen schönen Wert kommen. Trotzdem mal da einen Punkt rein. Ja, okay, vielleicht gehen wir doch auch mal ein bisschen auf Elementarmagie. Wo sind wir denn? Was brauchen wir? Intelligenz und Weisheit. Intelligenz und Weisheit ist. Ja, ist gar nicht so viel, benutze ich gar nicht von der Elementarmagie. Ihr könnt dieses Attribut bis zu maximal 94 Punkte erhöhen. Aber komm, wir gehen hier nochmal auf... Ich muss nicht ein bisschen stärker machen, das ist jetzt irgendwie erstmal so. Achso, nee, was mache ich denn für ein Bullshit? Ich wollte hier nochmal... Mensch, und dann kann ich hier noch ein bisschen was erhöhen dann. Ja. Muss nicht ein bisschen stärker machen, ich muss mir auch ein bisschen mehr Leben geben, damit das auch alles irgendwie klappt. Darauf muss ich auch mal ein bisschen achten. Na, komm mal her, du blöder Freak. Zurück mit euch! 72, 88, 85, guck mal, das hat sich doch schon mal richtig gelohnt hier. Oh, kein Level Up. Aber frustrierend. Oh ja, shit, Stufe 9. Wow. Nehme ich alle mit, die Gegner, ne?
Haben wir bestimmt noch ein paar Level. Achtet auf das Pentagramm! Es hat eine Bedeutung in dem Rätsel. Pentagramm. Das da? Okay. Ja. Es hat eine Bedeutung in dem Rätsel. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint wird, was ihr meint und was die Bedeutung ist. Aber gut, ich glaube, ich hole doch lieber erstmal meine Leute. Deswegen gehe ich hier mal lang. Ich weiß nicht, wie das mit dem Pentagramm funktioniert. Zeit zu sterben. Nice. Wir haben aber keine Erfahrungspunkte. Wie schade. Welche looten? Nee. Das ist doof. Die sollen mir Erfahrungspunkte geben. Oh, hier ist auch noch ein Pentagramm. Auch immer ich da machen muss. Das ist so vollkommen keine Ahnung. Das ist aber... Schwere Kriegskunst, 16 bis 24. Oh yeah. Ja. Ich habe was Besseres. Aber... Muss ja nicht heißen, dass du. Ah, du kannst es aber nicht benutzen, da. Das ist natürlich doof. Du kannst diesen Bogen nutzen. Der wahrscheinlich voll schlecht ist, weil der schon. Oder? Nee, das ist ein Schaden 12 bis 18 und der macht einfach nur 9 bis 12. Arens Zorn. Klingt zwar ganz geil, ist aber hier richtig scheiße. Da wird der Bogen hier, ne? Der sieht doch eigentlich voll geil aus. Und der eigentlich voll schimmlig. Aber trotzdem hat der bessere Werte. Das ist echt weird. Vorsicht! Achtung! Stirb! Glühbirne anmachen. Hier unten. Uns erstmal nicht mehr. Wir gehen erstmal und machen hier das an. Da ist unser Questbuch wurde aktualisiert. Irgendwas hat sich doch jetzt aktiviert, ne? Irgendwie spawnen die doch jetzt alle, oder? Und wollen mich umbringen. Da ruft eure Helden dabei, das muss irgendwas heißen. Wenn mich jetzt alle umbringen. Ich ist noch nichts gespawnt. Und was es mit diesem Pentagramm auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das Spiel erklärt einem einfach gar nichts. Bereit. Auf mein Kommando. Und los! In die Schlacht! Los geht's! Und er macht auch schon mal 40 Damage. Das ist schon mal gar nicht so ganz schlecht. Hat einer irgendwie eine Heilung? Ja, der kann heilen. Das kann heilen. Aber dann würde ich mal sagen, wir machen hier so schon mal so ein paar Gegner platt, ne? So just for fun. Bringen wir es zu Ende.
Und los! Mir nach! Da, da, da. Na, komm nie. Schnell. Die lang gedackelt. Wir werden doch eh sofort aufhören, hierher zu kommen, weil sie sofort den Fokus von uns verlieren. Und los! Mir nach! Für die Rune! Yeah! Wir machen euch platt! Vorsicht! In die Schlacht! Kämpft! Mir nach. Wenn das so jetzt die ganze Zeit bleibt, ne, dann bin ich eigentlich zufrieden. Diesen Damage Output. Kommen die jetzt hier lange? Ne, guck mal, die sind hier oben wieder irgendwo. Haben doch keinen Bock zu kommen, ne? Vorwärts! Wie funktioniert das mit diesem Pentagramm? Muss ich die irgendwie ausschalten? Muss ich da einen, muss ich da jemanden von meinen Leuten. Ein Spawner. Zum Angriff! Ja, das bin ich! Die Illusionskraft meines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen. Zurück mit euch, meine Klinge! Hier! Verstärkt und die Deckung! Wappnet euch! Kämpft! Hier! Sie sind hier! Ich bin nicht so sicher, ob das so ganz geil ist gerade, ja. Verteidigt euch! Hier! Schnell! Zum Angriff! Du schreckst mich nicht! Sie sind überall! Achtung! Feinde! Ja! Ein Angriff! Zum Angriff! Mit euch. Kämpft! Und los! Mir nach! Für die Rune! Achtung! Folgt mir! Schnell! Was ist, wenn ich jetzt hier wieder weggehe? Sofort! Mir nach! Schnell! Und los! Okay! Ja! Gut! Für die Rune! Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können! Okay, alles klar, verstehe. Zurück mit euch! Ja, gut! Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen. Schließ die Reihen! Du schreckst mich nicht! Kostet meine Klinge! Schickt sie zum Seelenfluss! Netter Versuch, jetzt bin ich dran. Verteidigt euch! Das heißt, es wird immer härter werden. Das heißt, ich muss da immer ein. Ja, gut. Die Lebenskraft eines Helden verhindert, dass sie dort erscheinen können. Das heißt, ich muss da immer einen lassen. Ich würde ja ehrlich gesagt diesen einen. Also ich bleib jetzt mal hier. Ja, vorwärts. Und einen muss ich ja dann hier lassen, ne? Einen von euch beiden, weil ihr seid halt sofort verreckt. Ich würde sagen, den Eisernen, den lassen wir da mal stehen. Und dann, gehen wir weiter, weil die spawnen halt sofort wieder nach. Das muss ja irgendwie machbar sein, dass wir. Irgendwie aufhalten, das Nachspawnen. Also wir haben hier noch einen. Da haben wir einen, den haben wir schon, den benutzen wir schon. Hier unten ist noch ein Pentagramm. Geht das dann? Ich weiß es nicht. Da ist der Fial Dark, okay. Wird wahrscheinlich nicht zählen. Wahrscheinlich gibt es drei Pentagramme. Weil drei ist eine schöne Zahl. Das heißt, wir müssen drei Leute hier irgendwie stehen lassen. Zwei weiß ich schon mal, die ich stehen lassen werde. Nämlich die beiden hier. Aber dann muss ich noch einen opfern. Der Heiler ist halt zu wichtig. Also ich würde wahrscheinlich dann irgendwie.
Hack den hier. Aber Fernkampf ist auch nicht gerade so schlecht von dem. Oder dem. Aber der kann halt zum Beispiel sowas machen wie... ist halt schwierig. Oh. Der Soldat, der wird jetzt immer hier stehen bleiben. Auf meinem Befehl. Nee. Ja, vorwärts. Gib mir, ich werde dort sein. Auf mein Zeichen. Oh. Mir nach. Mir nach. Und hoffe los. Mal, dass er auch als Held so vorwärts. Als Held zählt. Das heißt also, dass ich dann, wenn ich hier weggehe, jetzt nicht das Spawner wieder aufdauere, ne? Ne, gut. Sofort. Und los. Hier noch ein paar, ja, das sind aber alles vereinzelte Gegner, die ich theoretisch auch alleine besiegen könnte. Also das ist halt so, jetzt nicht das Problem, was das größte Problem ist, sondern das Problem, was ich eigentlich jetzt ganz stark habe, ist, dass ich dann immer so ein paar Leute... Und los, in die Schlacht! Feinde! Zurücklassen muss, das ist so ein bisschen schade. Ist zu Ende. Guck mal, der... Wow, wie viel der auch immer kassiert. Also wenn der richtig krass kassiert, dann muss ich den immer wieder hochreihen. Also ich glaube, den lasse ich auch zurück. Einfach nur, weil der halt ein kleines Opfer ist. Hier haben wir ein paar schon ausgerottet. Ich glaube, wir rotten nochmal. Für die Rune. Zurück mit euch. Feinde. Für die Freiheit. Sie sind hier. Sofort. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Mir nach. Machen wir auch nochmal hier kurz weg. In die Schlacht. Bringt das, glaube ich, alles gar nichts wirklich was, ne? Ja, so Erfahrungspunkte. Zurück mit euch. Ja, wir haben so... Den krassen Erfahrungspunkte-Boost, den haben wir schon eben jetzt verbraucht. Wird er schon tot? Okay, interessant. Ah, hier ist das verzweifelte Seele. Ich denke mal, wenn wir den Fial Dark besiegen und so, dann könnte man theoretisch hier noch die ganzen Sachen machen. Und los! Ein bisschen risky, jetzt die anzugreifen, oder? Oder wollen wir das angehen? Wählen den mal. Wir gehen den mal an. Mir nach! Vorwärts! Folgt mir! Pulling Action! Sofort! Mir nach! Nur zwei? Nee, drei. Mir nach für die Rune. Sie sind überall. Achtung. Bereit. Zur Ehre Aonirs. Kämpft schnell. Ah, okay. Das war sehr erfolgreich. Gefällt mir. Vorwärts. Na, ich sag mal so, wenn wir hier unten den Fial Dark haben, ne? Da unten und so. Und sind echt nur drei, oder? Ich sehe hier. Ah, nein, vier. Fuck. Es sind vier. Da unten ist nämlich auch noch einer. Aber ich denke mal, die spawnen dann alle dann, wenn wir die vier Dark dann, ne, spawnen die dann alle hier, da und da. Und das sind vier Dinger. Das heißt, ich muss, wenn ich jetzt noch fünf habe und wenn die vier haben und drei noch übrig sind, dann muss ich noch von meinen fünf Leuten drei opfern. Das heißt, ich bin noch zu zweit. Ja, dann muss ich ja den Heiler mitnehmen. Aber das wollt ihr mir doch nicht jetzt sagen, dass ich... Ey, kommt! Oder aber, wenn ich die alle verteilt habe, dann deaktivieren sich einfach alle. Und das... Alles unschön. Und los! Mir nach! Zur Ehre Aonirs. Verstärkt die Deckung. Kämpft. Sofort.
In die Schlacht! Verteidigt euch! Schnell! Das ist nicht sehr cool. Bringen wir es zu Ende! Kämpft! Ja, vielleicht ist der Vieh halt da, auf der Map auch total schwach. Zur Ehre Aonirs! Verstärkt die Deckung! Hoffe ich jetzt mal. Eigentlich ist er das nicht, aber... Und los! Für die Rune! Achtung! Folgt mir! Wenn ich jetzt hier runterlaufe, dann trigger ich hundertprozentig den Fial Dark. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich die jetzt hier noch besiegen möchte, die Gegner hier, vor dem Fial Dark, dann muss ich und da geht ein Weg ab. Den habe ich aber wahrscheinlich schon. 1, 2, 3, hier sind 5! Ich hoffe mal, es sind 5 und nicht 6. Und das macht dann keinen Sinn. Wenn es 6 sind, dann so viel habe ich gar nicht. Wobei 1, 2, 3, 4, 5. Sind es noch? Ich müsste noch 4 abgeben. Ja, das heißt, ich bin dann alleine. Wenn das einer mehr ist, dann muss ich mich selber raufstellen. Ja, dann geht das nicht mehr. Wenn das wirklich so viele sind, dass wir uns alle verteilen müssen, dann werden die sich wahrscheinlich dann auch deaktivieren. Dann wenn man das macht, also sonst macht das keinen Sinn. Dann habe ich ja niemanden mehr, der gegen den Fial Dark kämpft. Und da ich sowieso der Einzige bin, der diese Klinge hat, wird es wahrscheinlich eh darauf hinauslaufen, dass ich dann einen Einzelkampf gegen den machen muss. Geil. Helft mir, bitte! Ich bin verflucht! Dieser Ort hält mich gefangen. Erlöst mich. Helft mir. Dann werde ich euch beistehen. Oh, das ist natürlich sehr interessant. Was muss ich denn tun? Was muss ich tun, um euch zu erlösen? Der Fial Dark hat meine Seele aus dem Schlaf gezerrt. Er hat mein Grab geschändet und mich zur ewigen Wanderschaft verdammt. Nun weidet er sich an meiner Verzweiflung. Als Schatzsucher kam ich hierher, aber ich fand nur Verzweiflung und Tod. Meine Gefährten begruben mich am Ostrand der Stadt. Meine Grabstätte ist der einzige Ort, an dem ich hier Ruhe finden kann. Aber der Fial Dark gewährt mir keinen Schlaf. Tötet ihn und bringt mich zu meiner Ruhestadt. Ich werde an eurer Seite kämpfen, bis wir dort sind. Ah, ich habe ihn jetzt als Zählt er als Held? Auf mein Kommando. Das wäre ja interessant. Die verzweifelte Seele. Ah ja. Bereit. Und los. Wenn der als Held zählt, dann ist natürlich geil, weil dann kann ich den auch irgendwo zurücklassen. Ansonsten... Schnell! Sofort. Na, wobei, ich glaube eher nicht, ne? Aber hier, das sind eigentlich nur Helden, ne? Deswegen... Wahrscheinlich brauche ich den, um dann gegen den Fial Dark zu kämpfen und dann noch irgendwie... Oder scheiße ich einfach drauf, den gebe ich dir nicht ab. Nö, kannst du knicken. Sofort. Als ob ich das tun würde. Ja, und vielleicht los. Doch. Wir werden mal sehen. Da. Das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Und beim nächsten Mal. Das nächste Pentagramm deaktivieren. Da unten.
und wieder einen von unseren Leuten verlieren, weil er da stehen bleiben muss. Das wird Spaß. Zum nächsten Mal haut rein. Tschüss.